Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Gin Stories. Ich erzähle diese Folge diesmal alleine, weil es eine Story ist aus einem engen Familienkreis von mir. Diese Story intensiv erzählt werden muss. Deshalb hört einfach zu, setzt euch hin, holt euch was zu trinken, was zu essen und macht das Licht aus. Es war vor ungefähr 2 Jahren in der Corona-Pandemie. Da ist ein sehr gutes Familienmitglied von mir in die Türkei geflogen. Ich werde es erzählen, als ob ich es war. Vor ungefähr 2 Jahren bin ich in die Türkei geflogen, zu einem guten Freund von mir in ein Dorf. Das war so ein kleines Dorf, wo eigentlich nur so Familien wohnen. Da ist nichts. Da gibt es vielleicht so ein Kiosk. Und das war's. Wenn du irgendwo anders hin willst, musst du in die nächstgelegene Stadt fahren. Und ab einer gewissen Uhrzeit kommst du da auch nicht mehr weg ohne Auto. Auf jeden Fall war mir an dem Abend so langweilig. Ich habe mir gedacht, ich gehe ein bisschen raus, weil ich kann nicht mehr im Urlaub nochmal einen ganzen Tag lang im Dorf verbringen. Dann habe ich mir im Laufe des Tages eine neue Lederjacke gekauft, die sehr wichtig im Laufe der Geschichte sein wird. Ich bin dann wieder zurück Richtung Dorf gefahren. Es war schon recht spät und mir kam auf der Straße eine Frau entgegen, die nur Unterwäsche anhatte und es hatte leicht geregnet gehabt. Natürlich bin ich angehalten und habe gefragt, ob alles okay ist. Die Frau meinte, dass alles in Ordnung sei und ob ich sie bitte nach Hause fahren könnte. Ich bin dann sofort ausgestiegen, habe ihr meine Jacke gegeben, weil es sonst nicht okay ist, dass die Frau so rumläuft. Es war auch kalt. Und habe sie darum gebeten, dass sie hinten einsteigen könnte, weil die Türkei doch ein islamisches Land ist und immer noch nicht vonstatten ist. Auf dem Weg zu ihr nach Hause haben wir kurz gesprochen, warum die Dame so rumgelaufen ist. Sie sagte, dass sie es nicht weiß und dass sie einfach dort sich erinnern kann, als sie mich gesehen hat. Kurz vor ihrer Haustüre habe ich mich von der Dame verabschiedet und sie ist nach Hause gegangen. Ich war so verwirrt und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, bei meinem Kollegen im Dorf zu Hause, habe ich mir gedacht, scheiße, die Frau hat noch meine Lederjacke, ich gehe die morgen abholen. Ich wusste ja schließlich, wo die Dame wohnt. Kurz daraufhin, kurz vor ich angekommen bin, habe ich geklopft. Dort öffnete mir eine alte Dame die Haustüre und ich habe sie gefragt, ob ich vielleicht meine Jacke haben könnte, die ich ihrer Tochter geliehen habe. Die Dame war völlig entsetzt und meinte, dass dort keine junge Frau wohnt und dass ich bitte wieder gehen soll. Ich habe aber auf mein Recht bestanden, weil ich ganz genau gesehen habe, wie das junge Mädchen in das Haus reingegangen ist. Schließlich hat sie mich abgewimmelt, weil ein Nachbar kam und mich auf Türkisch angeschrien hat, dass ich gefällig gehen sollte. Mir hat das Thema so Sorgen gemacht, weil es konnte nicht sein, dass ich am nächsten Tag gegen abends wieder dorthin gegangen bin und meinen Kollegen als Übersetzer mitgebracht habe. Ich habe ihm gesagt, kannst du ihr bitte sagen, dass ich dringend meine Jacke brauche und ich eigentlich gar nichts möchte, außer die Jacke, weil ich sie neu gekauft habe. Die Frau war entsetzt und hat rumgeschrien, warum wir nicht endlich nach Hause gehen können. Nach langer Diskussion haben wir auf unser Recht beharrt und die Frau meinte, okay, kommt rein, ich erkläre euch was. Die Frau hat uns ins Wohnzimmer reingebeten und hat uns gefragt, ob das dieses Mädchen ist, was ich nach Hause gebracht habe und ich verjahrte. Ja, genau das war dieses Mädchen, was ich nach Hause gebracht habe. Also wo ist meine Jacke? Warum lügen Sie? Die Frau sagte, das ist meine Tochter und die ist seit 10 Jahren tot. Also wir haben die Welt nicht mehr verstanden, aber ich habe sie nicht geglaubt. Dann haben wir sie gefragt, ob sie uns bitte das Grab zeigen kann von ihrer Tochter. Sie meinte dann, ja, wenn du mir nicht glaubst, zeige ich dir das Grab. Die Frau hat sich kurz ein Kopftuch umgeworfen und sich ein Gewand angezogen. Kurz daraufhin sind wir am Friedhof angetroffen und meine Lederjacke lag auf ihrem Grab von der Tochter, die verstorben ist. Ich habe die Jacke nicht genommen, ich bin sofort abgehauen in die nächstgroße Stadt und habe mir ein Hotel genommen. Ich konnte die nächsten 4 Tage nicht schlafen. Nach den 4 Tagen, die ich dann im Hotel verbracht habe, konnte ich ständig nicht schlafen. Ich habe ständig Stimmen gehört, ich habe Unruhe gefühlt, obwohl ich im Hotel war, ich war nicht mehr im Dorf.
Ich hatte so angefühlt, als ob diese Frau mich verfolgt, aber so ohne ihren Körper, sondern nur ihr Schatten. Ich habe nichts dabei gedacht. Ich meinte, komm, 4 Tage, dann bist du wieder in Deutschland. Als ich in Deutschland angekommen bin, ging das weiter. Ich habe zu Hause ständig Schatten gesehen. Ich habe Geräusche gehört. Im Schlaf habe ich mich so gefühlt, als ob jemand mich beobachtet. Ich habe mich gefühlt, als ob diese Frau sich vielleicht in mich verliebt hatte, weil das gibt's ja. Mir ging es nicht gut, ich habe Stimmen gehört, ich bin depressiv geworden. Nach einer Erzählung wurde ich dann zu ihrem Mann geschickt. Ich habe es ihm erzählt. Er hat mir Semsemwasser gegeben, worauf er Koran gelesen hat. Er hat mir empfohlen, zu Hause auch Koran zu hören. Und er hat auf mich auch gelesen. Seit dem Tag an geht es mir besser. Ich höre nichts mehr. Mir geht's gut. Eine Bitte an euch. Geht nicht in fremde Länder und in fremde Städte und spielt den Helden. Ihr wisst nie, wen oder was ihr dort einsammelt, Freunde. Passt bitte alle auf euch auf. Ich danke euch fürs Zuhören. Und das nächste Mal wird es wieder eine große Konstellation. Liken, teilen und kommentieren nicht vergessen. Wenn ihr auch irgendwelche Gin-Stories habt, Freunde, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann drehen wir eine Folge nur mit euren Stories. Salam alaikum.